So. Der gute Wal. Sei gegrüßt, Aloy. Nein, nicht verbeugen. Die Gesalbte mag das nicht. Sie mag es auch nicht, wenn man sie die Gesalbte nennt. Ich bin dankbar, dass du hier bist, Wal. Ich gab mein Wort. Und Meridian, was denkst du? Es gibt so viel Neues, seit wir uns kennen. Ich sollte dir danken. Was ist los? Willst du das wissen? Na gut. Dies ist ein fremdes Land, verdorben. Und ich verteidige eine merkwürdige Stadt voller Ungläubiger gegen etwas Unvorstellbares. Und du, nach all den Ereignissen, nach all deinen Taten. Ich sollte auf die Knie fallen und dich verehren, aber ich weiß, du willst das nicht. Oh, es ist ziemlich hart für dich, hm? Danke, dass du das mit dem Verbeugen gesagt hast. Sowas fehlt mir gerade noch. Sei nicht zu hart zu ihnen. Sie sind nur hier, weil die Gesalbte darum gebeten hat. Ist das auch dein Grund? Nein. Ich bin hier, um dich noch einmal zu sehen. Und es geht um den Metallteufel, weil die Göttin das sagt. Oder weil du das sagst. Ich glaube, die Göttin und ich sind uns einig. Schön, dass du hier bist. Finde ich auch. Er wollte sie noch einmal sehen. Oh, wie süß. Dein Freund von der Garde guckt ständig rüber. Hier oben weiß ich nicht, ob die Welt größer geworden ist oder ich kleiner. Du musst die Kriegsherren entschuldigen. Sie hasst das alles. Dein Freund von der Garde guckt ständig rüber. So. Die nächste Nachricht ist für... Oh, hä? Die ist hier? Sobeks Tagebuch, 15.01.2066, Textprotokoll, reparierte Datei. Das ist ja auch wieder viel zum Lesen. Es war so knapp. Es ist gerade mal, Moment, 43 Stunden her, dass Heres mich gewarnt hat? Er sagte, dass die östliche Linie bald zusammenbricht, dass die Schwärme eine Art Zangenmanöver gegen die Wichita oder Wichita, keine Ahnung, gegen die Wichita-Linie starten. Noch 5 oder 6 Tage mehr und Gaia hätte vermutlich ohne Hilfe starten können. Ich glaube schon. So war alles übereilt. Zero Dawn wurde zu einem Irrenhaus. Es war völlig chaotisch. Jedes Team hat versucht, Codes zu stabilisieren und zu versiegeln, während die Gammas und dann die Betas evakuiert wurden. Als Gaia soweit lief, habe ich die Alphas versammelt und die schlechten Nachrichten verkündet. Ich dachte, ich muss mich übergeben. Aber sie wussten es natürlich schon. Sie wussten, dass die Arbeit nicht getan war. Beinahe, aber nicht ganz. Es gibt Tests durchzuführen, Fehler auszubügeln, Arbeit zu tun. Also haben sie es akzeptiert. Kein Elysium für uns. Wir werden den Rest unseres Lebens hier verbringen mit Tests und Feinarbeiten an den untergeordneten Funktionen, bis sie perfekt sind. Damit muss man wohl rechnen, wenn man eine Bande besessener Perfektionisten rekrutiert. Ich habe es geschafft, nicht zu weinen, bis ich wieder in meinem Büro war. Hier sind wir also und bringen Gaia Prime zum Laufen. Und ja, es war echt knapp. Mich überkommt schon wieder der Ekel, wenn ich darüber nachdenke, wie das Schicksal des Lebens vom Zufall abhängig ist. Hätte ich das Lightkeeper-Protokoll nicht vorgeschlagen, wären hier keine Wohnräume gebaut worden. Hätte ich das Protokoll früher aufgegeben, wären die notwendigen Systeme zur Lebenserhaltung nie installiert worden. Hätte, hätte, hätte. Wenigstens müssen wir nicht die gruselige Merkwürdigkeit ertragen, Klone unserer selbst aufzuziehen und auszubilden. Das genetische Material wurde nie außerhalb der Ursprungsanlagen verarbeitet, also ist es nicht einmal möglich. Darüber bin ich froh. Ich möchte wirklich nicht meine Zeit mit einem jungen Travis Tate verbringen, der von Travis Tate großgezogen wird. Nein, es liegt an uns, Gaia zu perfektionieren, an nur einer Generation. Update, das war General Heres. Die Wichita-Linie ist gefallen, das USRC erwartet die endgültige Niederlage in 2 Tagen, was uns bestenfalls 72 Stunden lässt, um alles fertig zu machen und zu versiegeln. Lebendig begraben, für das Leben. Ich werde es den anderen sagen. Ach, meine Nase, Entschuldigung. So, das haben wir, das haben wir. Hier hinten ist noch jemand. Die sind ja größer als der höchste Baum. Die Kaja sehen in ihrer Rüstung ja wie Gockel aus. Aber es sind so viele. Und wir sind so wenige. Sie sind nicht der Feind. Diesmal nicht. Ruhe jetzt. Sie kommt. Die Gesalbte.
Ah, Sona. Kriegsherrin Sona. Kriegsherrin, du siehst bekümmert aus. Die Nora gehöre nicht hierher. Ich gehöre nicht hierher. Ich will den Metallteufel bekämpfen, der uns bedroht. Aber mein Platz ist im Heiligen Land. Die Falschheit hier durchbohrt mich wie ein spitzer Pfeil. Es tut mir leid, dass das so ist. Das muss es nicht. Dies wird beendet. Mein Speer, mein Wort. Die Kaja beeindrucken mich nicht. Wer so hoch baut, folgt irgendwann dem Schicksal der Alten. Wir geben nicht nach, denn wir sind die Stärke der Nora. Der Kampf ist unser, das ist ganz sicher. Die Kaja beeindrucken mich nicht. Wer so hoch baut, folgt irgendwann dem Schicksal der Alten. Krass, wir haben erst hier mit allen geredet. Okay, hier war... Das war die Frontlinie. In der Frontlinie sind die Nora und die Osaram. Warum? Ist ja voll feige. Geht ja um Meridian. Da sollten doch eigentlich die Kaja ganz vorne sein. So, hier können wir die Vorbereitungen am Berg überprüfen. Da reisen wir mal rüber. Ich würde sagen, in der Aufnahme machen wir noch alle Gespräche, dann speichere ich ab und dann in der nächsten Aufnahme mache ich dann entweder noch Nebenquests, falls noch was offen ist, das überprüfe ich dann später, beziehungsweise vor der nächsten Aufnahme und ja, dann machen wir halt die restlichen Quests. Vielleicht mache ich die Sammelsachen auch noch vorher, weil wir sind eh schon Level 60, da gibt es eh nichts mehr. Okay, ich glaube, der hat mir einfach wieder die gleiche Datei angezeigt. Es gibt eine Errungenschaft, wenn man die alle zerstört. Da hat keinen Druck hinterlassen. Ah, hier stehen ja voll viele. Ist der Kopf abgefallen. Na gut. Gibt ihm, soll ihm eine Errungenschaft geben, wenn man alle Ziele da zerstört. Hast du deine Rüstung poliert? Na klar. Ist das nicht etwas... Was? Nichts. Spuck es aus. Vergiss es einfach. Du wirkst wirklich sehr würdvoll. Danke. Und glänzend. Sehr glänzend. Oh, Vanasha und Ufid. Das ist noch eine von den jüngsten Quests. Cool, dass die auch da sind. Kleine Jägerin, du rufst und ich komme. Bereit zum Kampf? Kampf? Ich dachte, du willst nur Tee trinken und plaudern. Uns steht ein Kampf bevor, das wusste ich nicht. Das kann nicht sein, du weißt immer alles. Ja, das stimmt. Wir trafen uns noch nicht oft und doch kennst du mich so gut. Ich möchte dich gern besser kennen. Das wäre schön. Wenn ich den Satz höre, ist das meist anders gemeint. Kann ich dir was verraten? Na klar. Ich warte schon ein Leben lang auf diesen Kampf. Unser Feind heute ist derselbe, der aus Meridian einen Sklavenmarkt und aus Sonnenfall ein Blutbad gemacht hat. Fanatiker, die töten und foltern. Mütter, Väter, Familien, Kinder. Alles im Namen der Sonne. Ich hasse sie, Aloy. Die Peitschennarben auf meinem Rücken bezeugen es. Und heute können wir sie ein für alle Mal vernichten. Ich kam deinetwegen, aber das ist längst nicht alles. Ich kam ihretwegen. Diesmal kommen sie nicht davon. So ist es, Vanasha. Wir kämpfen gemeinsam. Und das danke ich dir, kleine Jägerin. Und danach geht die Sonne über einer besseren Welt auf. Die hat Peitschennarben am Rücken. Das heißt, sie war selber mal eine Sklavin. Krass. Sie sieht halt überhaupt nicht aus. Sie sieht halt aus, als wäre sie aus gutem Hause. So schnell kann halt das Aussehen täuschen. Das Aussehen sagt halt nichts über die Vergangenheit aus. Ich kämpfe nur, wenn ich es muss. Doch wenn es dann soweit ist,
will ich es meistens auch. Ich habe meine Pfeile besonders präpariert für die Eklipse. Oh, mit Gift? Zu schade, dass Bahavas nicht hier ist und sieht, wie seine Freunde untergehen. Stimmt, den haben wir ja umgebracht. Ich kämpfe nur, wenn ich es muss. Doch wenn es dann soweit ist, will ich es meistens auch. Aloy? Rühren, Uthet. Meridian kann froh sein, dass du hier bist. Und ich auch. Es ist eine Ehre. Dank dir steht auf meinem Grabstein nicht ein guter Soldat, aber ein Trottel. Ich hoffe, du wirst noch lange keinen Grabstein brauchen. Wie die Sonne will. Als du mich fandest, wollte ich einen ruhmreichen Tod. Doch jetzt ziehe ich ein ruhmreiches Leben vor. Zu sehen, wie Itamin wieder im Garten spielt. Er wird zwar immer noch schwer bewacht, aber deine Tat war gut getan. Obwohl, ich werde das Weib nicht los, Vanasha. Sie liebt es, mich zu reizen. Wie einen Behemoth mit einem roten Tuch. Soll ich Sie bitten, aufzuhören? Nein. Ich akzeptiere es. Nun denn, Meridian soll stehen, der Schatten soll fallen. Ich schwöre. So sei es, Uthet. Ach, schön. Die Sonne beschützt mich. Diese andere Rüstung ist Absicherung. Immer für den Sonnenkönig. Immer für Meridian. Jeder Kampf sollte der letzte sein. Für die anderen. Die Sonne beschützt mich. Diese andere Rüstung ist Absicherung. Gut, wen haben wir hier unten stehen? Nakoa! Nakoa, du willst kämpfen. Wie könnte ich nicht? Bei den roten Raubzügen gab es nur einen Karja, der den Nora schlimmer zusetzte als Said. Helis. Ich bin bereit, jede Armee zu bekämpfen, die er anführt, egal wie stark. Für die Nora, die starben, für mich selbst und für meinen Vater. Wir stoppen ihn. Du hast mein Wort. Dein Wort zählt viel. Besonders jetzt. Dank dir hat sich das Heilige Land geöffnet. Wenn wir siegen, kann ich nach Hause. Es wäre schön, Jan wiederzusehen. Ich bin hier, Aloy. Bis zum Ende. Der Name sagt mir was, aber wer war das nochmal? War das die Frau, die wir da gerettet haben? Aus der Gefangenschaft von den Schattenkarja? War das sie? Wie du sagst, wir halten Helis auf. Gemeinsam. Ich hörte, du bist jetzt die Gesalbte. Die Stammmütter und ihre Rituale. Jan gefällt das bestimmt. Auf einmal sind wir auf der Seite der Karja. Aber sie sind wohl wie andere. Manche nett und manche nicht. Das ist wahr. Das ist komplett unabhängig vom Volk. Wie du sagst, wir halten Helis auf. Gemeinsam. Ja, Neva ist auch da. Boah, der sagt mir auch nichts. Ah, das ist wahrscheinlich der Kürt. Schlacht tötest, Uthet. So viele, wie ich muss. Ich liebe es, wenn du sowas sagst. Es ist so... Was? Heiter. Heiter. Ah, schön. Ah, die können zusammen mit Jan ist wahrscheinlich eher gemeint. Ich glaube, da haben wir mal eine Quest gemacht. Das ist nicht die, die wir befreit haben, oder? Janeva, du bist wieder im Dienst? Du steckst also hinter all dem Trubel. Du hast Sonnenkönig Avad endlich gezeigt, wie man eine Waffe hält. Es gibt solche und solche, Janeva. Er ist ein guter Mann. Und er ist klug. Er bot allen meinen Häftlingen Begnadigung, wenn sie für Meridian kämpfen. Der ganze wilde Haufen willigte ein. Sie waren schnell überzeugt. Mit deiner Überzeugungskraft? Bestimmt. Ha! Diesmal konnte ich gnädig sein. Doch die Verbrecher, die Meridian angreifen, werden mich ein bisschen anders kennenlernen. Die Sonne scheine für dich, Aloy. Das ist die, wo wir die Behemoths da vor der Stadt, irgendwas mit Sonnen... Sonnenwind? Ah, wie heißen die nochmal? Ah, es sind so viele Namen, so viele Städtenamen. Sonnenfels, glaube ich, war das. Sonnenfels mussten wir ja die Behemoths da ja vertreiben, beziehungsweise töten, gegen die, die halt dort angegriffen haben. Und sie ist ja die Wärterin von diesem Gefängnis. Genau.
Und Jan schreibt sich ganz anders als Janeva, also die gehören nicht zusammen. Es hat ja gesagt, Jan wird das freuen und Jan war ja geschrieben mit Y. Meine Häftlinge halten sich gut. Der morgendliche Drill hat was gebracht. Wenn alles vorbei ist, gehe ich vielleicht als Einzige wieder zum Felsen. Wie findest du das? Ich warte seit 2 Jahren auf diesen Krieg. Es geht auch noch etwas länger. Ah, Felsen zurück. Das war dann eh Sonnenfels. Schön spät. Der morgendliche Grill hat was gebracht. Ich mag, wie du ihn hältst. Genug jetzt. Die zwei, ey, ich könnte ihnen den ganzen Tag zuhören. Ich könnte einfach eine Stunde stehen an mir und mir deren Gespräche anhören. Alter, schön. Ich glaube, die mögen sich. Aber er ist halt sehr, sehr stolz und ein Krieger. Und sie halt, ja, versucht ihm halt zu schmeicheln und ihm halt positive Sachen zu sagen. Ich sagte doch, ich komme. Das stimmt, Tab. Aber sind deine Wunden überhaupt schon verheilt? Also, bei einem Kampf würde ich mich wohl auflösen. Aber keine Sorge, das überlasse ich den anderen, Nora, beim Turm. Ich habe Vorräte gebracht. Ich bin bei den Kaja jetzt Ehrenquartiermeister, was immer das heißt. Das klingt imposant. Ich find's gar nicht so schlecht. Unter diesen Fahnen werden wir Waffen und Medizinlager anlegen. Suche sie, wenn der Kampf beginnt. Aloy, als du in den Berg gegangen bist, hat die Göttin gesagt, wie es ausgeht? Das musste sie nicht. Wir schaffen es sicher, Tab. Wenn du das sagst. Wir alle haben im großen Natürlich, ich habe ein bisschen Vertrauen. Ich will die Vorratskiste, ja. Sehr gut. Dieser Ort, der Unterschied zum Heiligen Land könnte nicht größer sein, oder? Hier gibt es Materialien, die ich noch nie gesehen habe. Ich wollte den Karcher erklären, was er näher ist. Das war schwieriger, als ich dachte. Ja, bei denen gibt es ja, glaube ich, nur Rüstungsmeister und Schmiede. Ich war unter dem alten König. Dieser Ort, der Unterschied zum Heiligen Land könnte nicht größer sein, oder? So, wer ist denn das? Ah, Elida, das Mädchen, was weggelaufen ist. Elida, schön, dich zu sehen, aber was machst du hier? Ich helfe bei den Kampfvorbereitungen. Wenn Atral hier wäre, würden wir beide kämpfen. Bestimmt. Also tue ich, was ich kann. Grabe Stellungen, sammel Kräuter. Alles, was uns helfen könnte. Ich kann ihn nicht ersetzen. Niemand kann ihn ersetzen. Doch ich tue es für ihn. Für uns beide. Ich verstehe jetzt, was er in dir sah. Er ist immer bei mir. Noch immer treffen sich Sonne und Schatten. Immer zur Dämmerung. Du sollst das haben. Für die Schlacht. Bei der Sonne. Hoffentlich brauchst du es nicht. Danke, Elida. Mach's gut. Ja, die hat ja leider ihren Freund verloren. Die hat sich ja in den Katsche verliebt, glaube ich, und sie selber war ja... Was war sie nochmal? Ist sie in einem Königshaus oder so? Vater hat begriffen, dass ich nicht nur im Garten sitzen kann. Vielleicht beendet diese Schlacht endlich den Krieg zwischen den Katsche. Ich muss hier fertig werden, bevor der Kampf beginnt. Vater hat begriffen, dass ich nicht nur im Garten sitzen kann. So, wen haben wir denn hier unten? Oh, Petra! Geil, oh, Petra mag ich. Petra, hier ist sie, unser Ehrengast. Ich wusste doch, dass du etwas hast. Du bist aus echtem Anführerholz geschnitzt. Und das sage ich nicht zu jedem Nora-Mädchen, das vorbeikommt. Kommt denn oft eine vorbei? Ich musste schon eine Mauer bauen. Gut, dass ich hartnäckig bin. Das hat mir wirklich gefehlt. Marat bat mich, das Arsenal zu überprüfen. Den Kanonen geht's gut. Das passt zu den Osseram, hm? Sie waren der Stolz der Hauptquellschmiede. Und mit noch mehr Stolz habe ich sie verbessert. Ach, schön, wie die sich das so necken. Ich mag das. Aber so auf eine freundliche Art und nicht so ein Rumgeschimpfe. Ich find das irgendwie toll, wie die zwei da miteinander umgehen. Kann ich eine testen? Das wollen immer alle. Dann mal los.
Die Ziele sollten sich etwas weniger wehren als die Banditenbande damals. Ah, okay, das haben wir erledigt. Problem ist halt leider mit der Kanone, ich kann die nicht mitnehmen. Naja, wir kennen ja die Waffe schon, wir haben ja die Quest gemacht. Okay, bin ich jetzt hier fertig? Jetzt ist nur mehr ausruhen. So, okay, mit dem Wachen brauche ich ja nicht quatschen. Okay. Sehr, sehr krass. Gut. Dann lesen wir uns hier noch den Datenpunkt durch, der gerade repariert worden ist. Sobeks Tagebuch, 31.10.2065. Textprotokoll, reparierte Datei. Ah, geht auch vom Text her. Halloween. Travis kam zum Süßes oder Saures vorbei. Er hatte sich so verkleidet, als wäre er ich. Das hätte ich kommen sehen müssen. Ich habe ihm ein angebrochenes Paket Waffeln gegeben und ihn rausgeworfen. Hier hast du den Rest meiner Waffeln und tschüss. Aber vorher hat er mich noch zu einem italienischen Horrorspektakel eingeladen, das er für das Zero Dawn Personal organisiert hat. Im Ernst, als ob es nicht schon genug Horror auf der Welt gäbe. Wie auch immer, ich war schon hier draußen für die letzte Inspektion von G-Prime verplant, mit Harris und der Delegation des Präsidenten. Ted war auch hier und er sah nicht gut aus. Er zappelte die ganze Zeit herum und konnte mir nicht in die Augen sehen. Ich war erleichtert, als er in sein Wert stieg und nach Theben zurückflog. Aber ich sollte mich wohl nicht beschweren. Wenn er sich eine Luxuszuflucht bauen will, um die Apokalypse auszusitzen, soll er. Das hält ihn von Elysium und mir fern. Harris blieb lange genug, um mich detailliert über die strategische Situation zu informieren. Im Grunde genommen sind wir in die Endphase eingetreten, was man auch schon an der Farbe des Himmels auf dem Flug hierher erkennen konnte. Noch 2 oder 3 Wochen und die Atmosphäre macht das Atmen unmöglich. Die letzten Überreste der europäischen und westafrikanischen Zivilistenbrigaden sitzen mit dem Atlantik im Rücken in der Falle. Der Schwarm, der in der Antarktis eingefallen ist, überquert die Magellanstraße und beginnt dann mit seinem Todesmarsch Richtung Südamerika zum Amazonas. Die ganze Arbeit, die wir in die Wiederherstellung des Regenwaldes gesteckt haben, und jetzt das. Und Vorstoßeinheiten der Pazifikschwärme liefern sich bereits Gefechte mit Einheiten am Kalmar-Damm. Die Schlinge zieht sich zu. Die Prognosen zeigen, dass wir immer noch rechtzeitig fertig werden können, aber der Fehlerspielraum liegt bei plus minus 10 Tagen, nicht gerade großzügig bemessen. Wenn die Plage früher als vorhergesagt durchbricht. Tja, das darf einfach nicht passieren, ich werde es nicht zulassen. Genug geschrieben, ich muss zurück zu Zero Dawn. So, wie viele Notizen haben wir denn noch, die fehlen? 64, 65, 65, 66 und 65, das Gaia-Protokoll. Okay, das heißt, eins fehlt noch. 15.01.66 Hammer. 3. Februar 2065 fehlt noch. Okay, die kommt dann wahrscheinlich hier ran. Fehlt hier aber auch eins von den Quests. Mann, das ärgert mich. 4% von der Story haben wir eigentlich. 86% nur? Okay. Das liegt wahrscheinlich auch an den Sammelobjekten. Die habe ich noch nicht alle. Das mit dem Unbekannt verstehe ich nicht. Das haben wir hier auch. Was ist unbekannt? Gibt es Quests, die man nur irgendwie, also Aktivitäten, die man nur triggern kann, wenn man bei gewissen Orten vorbeiläuft? Aber das würde mich interessieren, wie oft bin ich denn gestorben? 94 Stunden, ey, schaut euch das an, Mann. Zum Glück wird es aber nicht allzu krass wie bei Witcher 3. Menschliche Alter, 682. Maschinen nur 4 überbrückt, Trainingsattrappen. Ah, eine, okay. Steht gar nicht, wie oft wir gestorben sind. Na gut, wir sind hier fertig, wir haben mit allen gequatscht.
Ich werde jetzt hier mal zum Lagerfeuer reisen. Muss mir halt dann nur merken, wenn ich mir das anschaue, ob man nach dieser Quest dann noch sich die Sachen ansehen kann. Darf ich nicht vergessen, dass ich hier, das haben wir schon gelesen, oder? Doch, müssten wir schon, weil das Rufzeichen ist weg. Ja, das haben wir schon. Darf dann halt nur nicht vergessen, dass ich dann hier wieder starte. Weil sonst kennt ihr euch dann nicht aus. Oder ich sag's dann in der nächsten Aufnahme. Na gut, wow. 1,5 Stunden. Wir haben wieder so lange gelabert und gelabert. Aber cool. Cool, dass wir wieder mit einigen reden konnten. Das sind sicher Sachen, das machen voll viele Spieler nicht. Sondern die laufen da einfach stumpf durch. Ah, das ist optional. Lass mal weg. Aber ich muss das immer mitmachen. Ganz egal, ob ich aufnehme oder nicht. Ich will die Gespräche nicht verpassen. Und vor allem die Gespräche mit Eren und seinen Soldaten da. Das Gespräch war schon echt witzig. Und diese dreiste Frage da einfach mit dem wirst du sie küssen, Hauptmann? Schön. Richtig schön. Oder die Mutterwitze wieder. Ja, na gut. Dann mache ich jetzt eine kurze Aufnahmepause und wir sehen uns dann gleich wieder. Also, bis gleich. Ciao, ciao.